Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Frage: Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamycet. Alpha Antem, ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zwei-Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkaff platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Das muss Mirandas Labor sein. Spencer. Hier? Ich glaub's nicht.
Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Wie komme ich hierher? Oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Du bist so dumm. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du? Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich!
Was bin ich dann? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss. Meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde... Rose, reiten! Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los.
Lasst mich in Ruhe. Einfach weiter. Wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Oh, ich habe dich so vermisst. Oh. Was? Kräfte verlassen mich! Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davonkommen. Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Na komm, auf. Gib dich dem Tod hin. Wehr dich nicht. Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Dein Ende.
Das war's für dich! Jetzt stirb! Der Megamycet hat mich aus der Verzweiflung gerettet! Mir unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt, Ethan. Den Teufel werd ich! Stirb! 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 Ich werde meine Tochter wiedersehen! Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Mit dem Megamyceten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Gestalt annehmen. Vogel, Bestie, Hexe. Sogar die Männerfrau. Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Wie kann ein Mensch wie du ohne Herz weiterleben? Bist du wirklich keiner von uns? Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt.
Wie sehr du dich auch willst, es ist zwecklos. Mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Stirb! 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 Ich werde meine Tochter wiedersehen! Ja. Mach dich bereit! Niemand macht mir meine großartigen Pläne kaputt. Na komm. Gib dich dem Tod. Dein Tod ist bereits besiegelt. Wofür kämpfst du noch? Rose! Alles gut, Rose. Alles gut. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan, das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los.
Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Los, los, bring uns hier raus. Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen.
Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft.
Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht wie ein Killerwal an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Ja, wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Thank you.